Das Fallschirmjägergewehr 42. Das FG 42 war ein Vielzweckautolader der deutschen Fallschirmjägertruppen und wurde 1942 entwickelt. Es wurde entwickelt, nachdem 1941 beim Angriff auf Kreta festgestellt wurde, dass die Fallschirmjäger eindeutig ineffektiv waren, dadurch, dass die bisherigen Waffen wie der Karabiner 98K sowie das MP40 bei einer Luftlandeoffensive wenig effektiv waren, da die Soldaten zu Sicherheitsgründen ohne diese Waffen abspringen mussten, die dann separat in einer Kiste abgeworfen wurden. Bedeutete, sobald die Soldaten gelandet waren, durften sie erstmal ihre Waffen suchen. Solange waren sie wehrlos oder eben nur mit einer Pistole ausgerüstet. Deshalb wurde das FG-42 angefordert oder jedenfalls eine Waffe in Auftrag gegeben, die einerseits einen Bajonettaufsatz hatte, fähig war, Gewehrgranaten abzufeuern, mit einem Zielfernrohr ausgerüstet zu werden und gleichzeitig ein Zweibein für MG-Feuer haben sollte. Es entstand das FG-42, eine der damit vielseitigsten Waffen im ganzen Zweiten Weltkrieg, und fand 1943 in Italien seinen ersten Einsatz, bei dem Auftrag, den abgesetzten italienischen Machthaber Mussolini zu befreien. Ironischerweise wurde während der ganzen Rettungsaktion kein einziger Schuss abgegeben, da es keinerlei Feindkontakt gab. Das FG-42 verwendete 7,92x57mm Munition, davon 10 bis 20 Schuss in einem Stangenmagazin, das auf der linken Seite der Waffe eingeführt wird. Das FG-42 hatte eine Kadenz von 750 bis 800 Schuss in der Minute, wenn die Waffe gut gepflegt war.